Zwei vermummte Männer fahren eine Sackkarre neben Schauspieler Matthias Schweighöfer, heben ihn zu zweit vorsichtig hoch und auf das Fahrgestell, werfen ihm einen dunklen Sack über und verschwinden, dann eine andere Perspektive. Die Unbekannten verfrachten ihn erst in den Aufzug und dann in einen weißen VW-Bus, der einfach mit Schweighöfer im Gepäck wegfährt. Es sind Szenen, die es sonst nur im Sonntagstatort zu sehen gibt. Dass es nicht der echte Matthias Schweighöfer war, dürfte klar sein. Um Dreharbeiten handelte es sich allerdings auch nicht. Das Szenario spielte sich im Berliner Madame Tussauds ab. Das Wachsfigurenmuseum selbst veröffentlicht die Aufnahmen auf Instagram. Dazu schreiben sie: Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Personen in das Madame Tussauds Berlin eingebrochen und haben die Wachsfigur von Matthias Schweighöfer gestohlen. Nach ersten Überprüfungen der Überwachungskameras haben wir uns dazu entschlossen, das Material zu veröffentlichen. Dramatisch? Wohl kaum. Denn wie die Berliner Polizei RTL bestätigt, stelle es sich aktuell so dar, dass es sich um eine Werbeaktion von Madame Tussauds und mutmaßlich dem Management von Matthias Schweighöfer handeln könnte. Der äußert sich übrigens ebenfalls zu dem Vorfall auf seine gewohnt lustige Art. Unfassable, schreibt er zu dem Video. Doch was als Spaß begann, könnte nun ernsthafte Konsequenzen haben, denn die Kriminalpolizei war nicht nur umsonst vor Ort, sondern ermittelt laut Medienberichten nun auch wegen des Verdachts auf Vortäuschen einer Straftat. In der Zwischenzeit hat sich auch das Museum selbst nochmal zum Vorfall gemeldet. Update: Ihr Lieben, es handelt sich hierbei um einen von uns initiierten PR-Stunt als Vorbereitung auf eine coole Aktion am Donnerstag. Stay tuned. Die Auflösung folgt bald. Sorry, Matthias und Fans, falls wir es zu professionell aussehen haben lassen. Ob lustig oder total daneben, Aufmerksamkeit hat die Aktion allemal erregt.